Moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier in der Brotschule oder wenn man nach dem Gericht geht, was wir heute zubereiten, dann würde ich sagen guten Morgen. Denn wir haben heute erstmalig einen Brotaufstrich für euch und zwar eine fantastische Kaya-Creme. Und dafür braucht ihr Kokosmilch, Eier, Salz, Zucker, Pandanblätter und von den 4 Eiern braucht ihr von 3 nur das Eigelb, deswegen habe ich das hier schon mal für euch vorgetrennt. Und ganz wichtig ist natürlich auch bei einem Brotaufstrich unser Brot. Und wir haben uns hier heute für einen Kasten Weißbrot entschieden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich ziehe meine schicken schwarzen Handschuhe an und dann geht es auch schon los mit den Pandanblättern. Dann haltet ihr eure Kokosmilch bereit, denn die wandert jetzt direkt in den Topf. Und eure Pandanblätter wandern dann direkt zu eurer Kokosmilch und das Ganze wird dann zum Kochen gebracht. So, und während unsere Pandanblätter in der Kokosmilch aufkochen, widmen wir uns unseren Eiern, unserem Salz und unserem Zucker. Ein ganzes Ei, 3 Eigelb, Zucker und Salz finden ihren Weg in eine Metallschüssel und werden da mit einem Teigspatel verrührt. Und während ihr eure Eigelb-Ei-Zucker-Salz-Masse angefertigt habt, habe ich jetzt, und das würde ich euch auch raten, in der Zwischenzeit ein Wasserbad vorbereitet. Denn in diesem Wasserbad werden wir gleich unsere Eimasse mit unserer Kokosmilch verrühren. So, und wenn ihr eine schöne, cremige, sämige Konsistenz erreicht habt, dann könnt ihr eure Kaya-Creme in ein kleines Wegglas oder hier in so ein kleines, zum schönen Deckelchen füllen, weil dann hält sich das Ganze auch im Kühlschrank noch schön frisch. Und zwar bis zu einer Woche. So, wir sind jetzt fast fertig. Unsere Kaya-Creme ist in unserem schicken Gläschen und wir rösten gerade jetzt noch unser Kastenweißbrot im Backofen an. Dafür könnt ihr natürlich auch den Toaster benutzen. Ich glaube, unser Brot ist jetzt fertig und jetzt geht es ans Anrichten. Und die Kaya-Creme, die schmeckt nicht nur richtig lecker auf dem Brot. Also dieses Fässchen hier, sagen wir mal, da bräuchte ich vielleicht so ein paar Stunden, dann könnte ich das auch ganz wegschnabulieren. Ja. So sieht das Ganze dann aus, wenn es in so einem Wegglas ist und so sieht das Ganze dann auf dem Brot aus. Also eine richtig, richtig leckere, geile Frühstücksalternative zu dem ganzen Kram, den man sonst auf dem Tisch stehen hat. Und ich hoffe, dass es euch auch genauso gut schmeckt wie mir. Das ganze Rezept mit allen wichtigen Infos könnt ihr wie immer bei uns auf dem Blog nachlesen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie euch die Kaya-Creme geschmeckt hat. Also bis dahin, ihr Naschkatzen, macht's gut, ihr Süßen. Tschüssi!